Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Long Dark. Schön, euch wieder hier zu sehen. Ich bin der Eddie und für die, die mich noch nicht kennen, gut, die meisten werden mich kennen, aber ja, ich bin natürlich auch immer froh, wenn wieder jemand Neues mit dazu kommt. Ich weiß gar nicht so ganz genau, wo ich bin. Ich meine, ist hier das Ende. Unsere Map schaut fast so aus. Immer geht's bergauf, immer im Zickzack. Zentnerweise der schwere Rucksack im Knack. Ich gehe mal da ein Stück hoch. Immer hin und her. Wie im wahren Leben auch. Ups. Ich glaube hier will man nicht, dass wir da hochgehen. Da ist Ende. Ja, dann gehen wir da eben nicht weiter hoch. Und gehen eher wieder hierher. Da kreisen. Oh. Schau mal her, da unten. Könnte ein See sein oder sowas. Schauen wir mal. Interessant hier eigentlich, aber dass hier das Ende der Welt ist, einen kleinen Frosch im Hals. Kann man hier hoch? Ich würde ungern hier irgendwie abstürzen wollen. Wieso komme ich jetzt? Ah doch. Ich wollte gerade sagen, wieso komme ich jetzt hier nicht mehr weiter hoch? Ist es wirklich so? Oh. Saukalt ist es hier anscheinend. Ich werde gleich mal ein Feuer machen. Einen Moment. Und wo machen wir das? Soll ich erst runtergehen? Wir machen das unten. Dem See. Allerdings ist es so, dass es in der Nähe dieses Sees, komm, wir schauen das gerade mal, minus 12 Grad. Normalerweise müsste es da unten, Alter, schau dir das mal an hier. Kadaver hier, ein Dings hier, eine Leiche hier. Ich werde gleich mal ein Feuer machen, das müsste hier eigentlich kälter sein. Nee, ist es nicht. Wenn wir die Leiche durchsuchen. Patrone. Wenigstens ist jetzt hier mal was drin. Alle anderen Leichen, die wir gefunden hatten, da war nie was drin. Karnickel. Okay, ich mache mal Feuer. Sollen wir es einfach hier machen? Mit dem Buch. Ich probiere es mit den Stöcken und dem Zunder. Ich hoffe, dass momentan jetzt nicht zu windig ist und dass wir hier ein bisschen Feuer herbringen. Ja, komm schon, komm. Haben wir natürlich ein ungünstiges Plätzchen eigentlich gewählt, weil uns hier das nasse Gras hier, das mit Eis bedeckte Gras zwischendrin wuchert. Aber
Also mir ganz wild, die Hund. That's done. Das hauen wir dann rein. Und dann haben wir hier schön, schön Feuer. Dann können wir hier mal so ein schimmeliges Reh reinhauen. Während das hier richtig schön brutzelt. Ja. Und das auch noch. Wird es uns hier auch schon deutlich wärmer. Es fröstelt uns nur noch, also es ist uns nicht kalt. Und taub schon gleich gar nicht mehr. Wie viel Wasser haben wir denn am Mann? Okay, ich würde sagen, das ist noch... Komm, wir tun mal einen halben Liter noch schmelzen. Und schon wird es uns wieder ein Ticken wärmer. Den halben Liter kochen wir auch noch ab. Und damit ist das Feuer dann auch schon wieder mehr oder weniger Geschichte. Es brennt jetzt noch eine Viertelstunde. Ich glaube, wenn man drüber läuft, kann man sich sogar verbrennen. Und wir bleiben einfach mal hier neben dem Feuer und hauen wir uns hier mal das Reh rein. Das ist ein bisschen doof, dass man von hier aus 1300 nicht sehen kann. Wie viel Kalorien man gerade hat. So, da la. Trockener Mund. Das heißt, ich werde auch noch eine Kleinigkeit trinken. Nachdem wir jetzt so schön gegessen haben. Brennt noch 3 Minuten, das lassen wir einfach brennen. Werden wir uns hier den Pilz noch einsammeln. Ich sammle das ganze Klump einfach mal ein. Ob wir es jetzt brauchen oder nicht. Das lassen wir da hin. Ach, schau dir das an. Ich habe einen Bogen. Wie geil ist denn das? Alter Schwede! Wirklich nice. Hundefutter. Eigentlich. Ich brauche doch die Axt nicht. That'll come in handy. Die hat 81%. Ich lasse die zurück. Weil wir haben die andere auf 100% gebracht. Hier ist Hundefutter. 83%. 500 Kalorien. Ich lasse es einfach hier stehen. So als kleines, als kleinen Proviant. Jetzt pass mal auf, wir machen das ganz anders. Ich Verband ablegen. Ich leg da mal einen daher. Wer weiß, vielleicht laufe ich mal den Berg runter und dazu und dann haben wir, na, schau her, dann haben wir hier ein klein bisschen eine Zwischenstation geschaffen. Schnee können wir schmelzen, Feuer haben wir da hingesetzt. Aus diesen Lackporlingen kann man irgendeinen Tee machen. Ich weiß gar nicht, ob die verderben, wenn man die vom Baum wegnimmt. Das ist jetzt blöd. Weil ich wollte nämlich jetzt gerade sagen,
dass ich die auch dahin lege. Das mache ich jetzt zwar, aber dann werden wir das nächste Mal sehen, ob die irgendwie, falls wir da nochmal vorbeikommen. Da hinten könnte man noch mehr von diesen Rohrkolben einsammeln. Also im Normalfall würde ich jetzt hier lieber außen rum gehen. Wenn es jetzt kein Spiel wäre. Um nicht Gefahr zu laufen, hier einzubrechen. Auf so einem kleinen See, wo der Umweg wirklich minimal ist, würde ich jetzt wirklich nicht hergehen und das austesten, dass ich in eine Survival-Situation in den See einbreche. Das ist natürlich äußerst dämlich. Und deshalb sollte man das Risiko vermeiden. Guck mal her, da ist noch mehr von diesem Zeug, von diesen Bartflechten. Holen wir uns die da hinten. Boah, da sind noch mehr. Ich sprinte da mal ein kleines Stück. Ist die? Da auf alle Fälle waren noch mehr, oder? Ach da. Also ich habe das Gefühl, dass hier der dieser, was haben wir jetzt eigentlich, Pilgermodus, gell? Schon deutlich einfacher ist. Also wir können hier viel mehr von der Welt erkunden, ohne die ganze Zeit Gefahr zu laufen, extremste Erfrierungen zu bekommen, laufend von Wölfen angegriffen zu werden. Und ich habe auch das Gefühl, das Wetter ist uns deutlich, deutlich milder gesinnt. Das war jetzt schlechtes Deutsch, glaube ich. Echt schlecht gedeutscht, Eddie. Namenlose Teich. Ja. Brauche ich auch nicht alles in den Namen. Katz, komm, zum Beispiel. Früher. Oder als meine Tochter noch klein war, hat die auch ihren Stofftieren immer den Namen gegeben, was es halt war. Und Katze. Vielleicht ein bisschen verniedlicht, aber es war immer das, was es halt war. Das hat keine richtigen Namen gehabt. Fand ich auch irgendwie nett. So. Wir können den Kameraden hier, denke ich. Wieso kommen wir denn so nah hin? Alter Vater. Das, was wir hier rausprügeln aus dem. Stunde, 4 Minuten. Na ja, komm. Warum nicht? Alles auf einen Schlag. Wieso ist jetzt da noch ein Darm übrig? Habe ich nicht alles rüber geswitcht? Ich bin überladen. Sehe ich das richtig? Ach, guck mal, hier ist noch ein Pfeil. Den nehmen wir natürlich auch mit. Hasen. Sehr wahrscheinlich hat der Kamerad hier auf den Hirsch geschossen mit seinem Bogen aus dem Ding hier raus. Dann hat er sich so wahnsinnig gefreut, dass er endlich was erlegt hat. Dann steigt er hier raus aus seiner Bude, will zu dem Hirsch hin
Ja. Und dann ist er vor lauter Freude an einem Herzinfarkt verreckt. Schmerzmittel. Die habe ich vorhin gar nicht gesehen. What have we here? Allerdings würde ich vorschlagen, schau mal her. Müde, okay. Dass wir vielleicht von diesen Lackporlingen mal 3 Stück daherlegen. Das hier legen wir nachher in der Hütte aus, genauso wie die Felle. Und die Krähenfedern, da können wir uns noch... Wir haben über 30 Kilo hier am Mann. Wir müssen wieder zurück. Sollen wir noch irgendwas da lassen? Das Fleisch ist roh. Das müssen wir erst... Wenn ich wüsste, dass ich das hier drin liegen lassen kann. Blöd ist, dass man die Axt kaum sieht. Might have to drop some gear. Ja, ja. Das mache ich jetzt gleich. Und zwar, ich lege nämlich die... wieder ab. Ich habe hier nämlich einen Angelhaken. Genau, das habe ich nämlich... vorletzte Folge oder irgendwo hat mir jemand drunter geschrieben, dass ich mir nochmal Angelzeug bauen soll. Und ich war mir relativ sicher, dass ich eins habe. Und so ist es. Ich habe Angelsachen. Hier ist unser Feuer. Wir könnten das Fleisch... ausgebrannt. Kann man das nicht mehr? Oh, schade. Kann man nicht mehr. Da können wir aber mal gucken, ob das nächste Mal noch da ist. Ah, hier sind noch Lackporlinge. Okay. Wir checken das dann einfach aus, ob... Wo bin ich denn hergekommen? Ich glaube von... Das ist jetzt interessant. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube von da. Eigentlich bin ich mir relativ sicher, dass ich von da gekommen bin. Und darum gehen wir da auch wieder hin. Nachdem wir hier diese Bartflechte eingesammelt haben. Zweimal gleich. Die ist nicht so schwer. Die nehmen wir noch mit. Und ich glaube, die Bude war irgendwo in diese Richtung. Ich traue mir das zu, dass ich einfach noch ein bisschen was tragen kann. Wir zerlegen jetzt keine solchen großen Dinger hier mehr. Aber ich nehme einfach mal ein bisschen was hier mit. Wie kalt ist es denn? Minus 4 Grad. Das ist in Ordnung. Warum ist es, ist da unten dann das Zeichen dran, dass es uns fröstelt? Bei den paar Minusgraden hier. Ich will nicht zu schnell gehen, darum bremse ich hier immer noch ein bisschen ab. Da ist noch viel mehr von diesem Bartflechtenzeug. Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Stöckchen. Ich glaube, die Stöckchen... Too much stuff to carry. Ja, okay. Zu viel Zeug zum Tragen. Diese Bartflechten nehme ich trotzdem mit. Notfalls machen wir uns irgendwo einen Haufen und legen da was hin. Und sammeln das halt wieder auf. Okay, die Stöckchen lasse ich jetzt. Ah, ich habe ja in der Hütte noch mehr.
Ich müsste viel deutlich mehr von diesen Hasen Hasenfallen aufstellen. Ich bin über der Zeit, Leute. Ich würde trotz allem gerne noch mal wieder zu der Hütte zurück. Ja, jetzt mach keinen Stress, Kamerad. Eine Hütte? Schau dir mal das an. Die hat sogar einen... Ist das ein Kamin? Tatsächlich. Axt. Ich lasse das da. Hier sind wieder so Lackporlinge. Wow. Da haben wir Glück, dass der wegrennt. Alter. Uns jetzt angegriffen oder? Gefällt mir nicht die Situation, wenn ich ehrlich bin. Ich würde vorschlagen, an dieser Stelle Folgenpause zu machen. Ich bin sowieso über der Zeit und wir machen dann das nächste Mal hier weiter. Und ich hoffe, dass der mich in Ruhe lässt. Bis ich bei meiner Hütte bin. Und ich bedanke mich natürlich bei euch fürs Zuschauen. Und dann bis zum nächsten Mal. Euer Eddie.